Der Geruch macht mir ein bisschen Angst. Guck mal, das. Puh, Jesus. Ich weiß nicht, ob ich daraus essen will, wenn das so stinkt. Elektrogeräte aus der Drogerie. Bei Rossmann gibt's das. Für wen lohnt sich die Ideenwelt? Für die Umwelt mit Sicherheit nicht. Ist das so gemein? Und Fotos aus der Drogerie? Klappt das bei den schönsten Momenten im Leben? Hier sieht man, das ist halt hier abgeschnitten. Das habe ich halt hier nicht so fotografiert. Die Rossmann-Eigenmarken. Werden wir das Geheimnis um die Produzenten lüften? Die haben nicht unbedingt ein großes Interesse daran, dass das offengelegt wird, weil schnell beim Kunden auch der Eindruck entsteht, das ist das gleiche Produkt im anderen Gewand. Marktcheck checkt Rossmann. Die zweitgrößte Drogeriemarktkette Deutschlands. Über 7 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr. 34.000 Rossmann-Mitarbeiter kümmern sich täglich um 1,6 Millionen Kunden. Bieten ihnen 23.000 Produkte an. Was halten die Kunden von Rossmann? Wir fragen in Mannheim genauer nach. Ich gehe eigentlich gern zum Rossmann. Da habe ich 10% kriegt man da. Und dann gehe ich, habe die große Anzahl von Artikeln und da bin ich recht zufrieden. Da gehe ich schon Jahre hin. Alles nicht teuer und alles Qualität sehr gut. Rossmann ist für mich auch sehr nahe vom Wohnort her. Und da bin ich oft beim Rossmann. Ich gehe gern zum Rossmann. Schon immer. Warum? Weiß ich nicht. Der liegt mir halt einfach. Die Kunden voll des Lobes. Doch kann die Qualität der Rossmann-Produkte da mithalten? In jeder Filiale lacht sie uns gleich am Eingang entgegen. Die Ideenwelt. Das Sortiment bunt gemischt. Haushaltsartikel, saisonale Produkte und Elektrogeräte. Eigentlich untypisch für eine Drogerie. Was also taugen die Produkte im Alltag? Das wollen wir herausfinden. Eine WG am Stuttgarter Stadtrand. Hier wohnt Nora mit Lea, Corinna und Leonie. Sie werden für uns einige Wochen lang Produkte der Ideenwelt ausprobieren. Dafür geht Nora in einer Rossmann-Filiale in Esslingen shoppen. 8 Produkte hat sich die WG ausgesucht. Sowohl aus dem Dauersortiment als auch Saisonartikel. Am Ende zahlt sie für den gesamten Einkauf rund 100 Euro. Also ich würde sagen, es ist insgesamt schon günstig, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was die Produkte angeht. Also gerade die Riesenpakete waren eigentlich total leicht. Und normalerweise kenne ich es eher so, dass ein Waffeleisen oder eine Kaffeemaschine schon ein bisschen was wiegt. Günstig ja, Qualität mal sehen. Und diese Auswahl aus der Rossmann-Ideenwelt zieht in die Stuttgarter WG. Elektrogeräte und Alltagsartikel. Alle viel günstiger als vergleichbare Markenprodukte. Aber ich habe immer Schiss bei so kurzen Föhns, dass es dann so hinten die Haare reinzieht und es dann so verheddert und dann tut es weh und hat man so Aber die passen mir nie ins Ohr. Die fallen mir auch immer aus den Ohren raus. Die sieht auch voll klein aus, die Brause, oder? Ja. Ob sie auch rausläuft oder sowas, weiß man ja nicht. Wie schnell das verkalkt. Probieren wir mal aus. Ja. 6 Wochen lang testen sie alle Produkte im Alltag und dokumentieren das für uns in einem Videotagebuch. So, wir testen jetzt mal den Milchschäumer. Hier. Hä? Das macht Geräusche. Aha. Also das mit dem Milchschäumen klappt irgendwie nicht so ganz. Obwohl es unter der Maximallinie ist, läuft es leider über. Lockt schon mal eigentlich ganz süß. Also ich bin mit den Locken echt zufrieden. Ich muss sagen, für den Preis hätte ich ehrlich gesagt einen schlechteren Sound erwartet. Funktioniert voll gut. Ich finde, wie jeder andere Duschkopf auch. Es wirkt aber ganz schön klapprig irgendwie. Guck mal, es geht nicht richtig zu. Es läuft aus. Es ist schon wieder so abnormal heiß, das ganze Gerät irgendwie. Boah. Wieder mit Rasenfunk.
Es öffnet sich auf jeden Fall sehr sprunghaft, aber es ist auf jeden Fall viel größer als gedacht. Also ich würde sagen, dass sich das schon lohnen kann für einen Strandurlaub. Während die WG weiter ausprobiert, bringen wir die identischen Produkte zur Uni Wuppertal. Manuel Löwer und sein Team sind Experten für Sicherheit und Produktqualität. Sie werden die Ideenweltprodukte auf Herz und Nieren untersuchen. Zunächst Prüfzeichen und Bedienungsanleitungen. Die machen einen guten Eindruck, sind ausführlicher als in dem Preissegment erwartet. Das heißt, die Gebrauchsanleitung, die weist alle Merkmale, die wir für eine CE-Konformität haben, brauchen, auf. Zusätzlich sind die Produkte, die Sie hier sehen, auch noch mit dem GS-Siegel verknüpft. Das heißt, hier ist noch mal zusätzlich eine extra Sicherheitsprüfung durchgeführt worden. Dann ist die Strandmuschel dran. Erster Eindruck bei der Verarbeitung? Gut. Ansonsten haben wir ja unterschiedliche Textilgewebe. Einmal hier oben den Bereich, der vor der Sonneneinstrahlung schützt, und unten ein bisschen für die Ventilation. Da wird es natürlich dann schwierig mit dem Sonnenschutz werden. Und den soll die Strandmuschel schließlich bieten. Immerhin ist ein Lichtschutzfaktor von 40 angegeben. Doch bereits bei den Netzen an der Seite fällt viel zu viel Licht durch, zeigt der Labortest. Kleiner Mangel sicherheitstechnisch ist mit Sicherheit der unterschiedliche Lichtschutz, den wir damit erzielen können. Und gerade im Bereich des Gewebes sollte man doch noch mal etwas nacharbeiten, dass wir da auch eine tatsächliche Schutzwirkung erzielen können. Eine direkte Vorgabe, welchen Schutzfaktor eine Strandmuschel einhalten sollte, gibt es zwar nicht. Aber wenn der Sonnenschutzfaktor angegeben wird, muss er auch stimmen. Der Milchaufschäumer besteht den Funktionstest. Allerdings kommt er in den Kundenbewertungen schlecht weg. Denn nach einer gewissen Nutzungsdauer schäumt nichts mehr. Die Experten vermuten, dass Motor und Heizspirale nah beieinander liegen und der Motor überhitzen könnte. Also man merkt der Elektronikgestaltung deutlich den Preis des Geräts an, das kann man schon mal sagen. Der Reiseföhn läuft im Dauertest. Unter Beobachtung der Wärmebildkamera. Wir haben da Temperaturen, die liegen um die 120 Grad teilweise. Das ist schon relativ warm. Aber auch selbst im Dauertest konnten wir jetzt nicht feststellen, dass es da zu irgendwelchen gefährlichen Entwicklungen kam, dass der Kunststoff sich verformt hat. Währenddessen checkt auch die WG fleißig weiter. Also der Geruch macht mir ein bisschen Angst. Guck mal, das... Jesus. Ich weiß nicht, ob ich daraus essen will, wenn das so stinkt. So ganz will die irgendwie gerade nicht durch werden. Aber das Ding ist halt, das hier ist so heiß, dass ich es jetzt eigentlich gar nicht höher oder niedriger stellen kann. Wie heiß der Knopf wird, zeigt sich im Labor. 70 Grad zeigt die Wärmebildkamera und das am Drehregler. Dazu zeigt ein Backtest, die Waffeln werden nicht gleichmäßig braun. Und wir sehen, dass wir, wenn wir die Waffel wenden, eine viel hellere Unterseite haben als auf der Oberseite. Also es kommt am Ende was bei rum, was gebacken ist. Es hat die Form einer Waffel. Gemeinsam schrauben die Experten das Waffeleisen auf. Im Vergleich zu unten haben wir hier einen doppelten Schutz. Ne? Genau, das bedeutet, dass wesentlich mehr Wärme von oben auf die Waffel zurückgeworfen wird, weil die Wärme nirgendwo anders hin kann. Es sind also zwei Schutzschichten da. Dadurch wird die Oberseite schneller braun als die Unterseite. Hier ist der Drehregler angebracht und es gibt kein Hitzeschild zwischen dem geheizten Bereich und diesem Drehregler. Und das ist der Grund, warum der Drehknopf sich erwärmt im Betrieb, im Gegensatz zu der Oberfläche von dem Deckel. Zudem löst sich schon nach wenigen Nutzungen die Beschichtung. Zum Glück nicht gesundheitsschädlich. Dennoch, das Waffeleisen fällt eindeutig durch. Nach 6 Wochen sind wir wieder in der WG. Wie haben sich die Ideenweltprodukte im Dauereinsatz geschlagen? Nur von einem Produkt ist die WG wirklich begeistert. Dem Milchaufschäumer. Selbst wenn es kleine Anfangsschwierigkeiten gab. Der Milchschäumer hat auf jeden Fall überzeugt. Die Milch brennt nicht an, sie ist gut schäumig, sogar Hafermilch.
Und deswegen sind wir da echt zufrieden. Und wir haben sie wirklich strapaziert und 3-4 Mal am Tag ausprobiert. Und es funktioniert immer noch. Und ich fand den Lockenstab eigentlich auch völlig in Ordnung und richtig cool. Und für meine Haare passt es auf jeden Fall. Aber sonst habe ich eher das Gefühl, dass ich dann in hochwertige Produkte investieren würde oder mir einfach Sachen holen würde, von denen ich mir sicher bin, dass sie auch lange halten. Also auch eher Fazit von mir, es lohnt sich nicht so richtig, leider. Die WG hat entschieden. Milchaufschäumer, Lockenstab und Duschbrause dürfen bleiben. Der Rest der Ideenwelt muss aus der WG wieder ausziehen. Und das Ergebnis im Labor? Ich befürchte, dass viele dieser Produkte eben die Garantiezeit nicht überleben werden. Bei einer häufigen Nutzung, und wenn man es nur wenig nutzt, kann man es sich natürlich hinstellen. Und dann wird das auch seinen Dienst mit Sicherheit verrichten in den ersten 24 Monaten. Manuel Löwers Fazit ist eindeutig. Für wen lohnt sich die Ideenwelt? Für die Umwelt mit Sicherheit nicht. Ist das zu gemein? Was sagt Rossmann dazu? Ein Interview möchte uns das Unternehmen nicht geben. Aber man antwortet uns schriftlich. Unsere Produkte der Eigenmarke Ideenwelt unterliegen sowohl den gesetzlichen als auch zum Teil darüber hinausgehenden Qualitätsvorgaben. Unabhängige Institute prüfen unsere Artikel auf Qualität, gesetzliche Vorgaben und dies auch mit Hilfe von Langzeittests. Hinter Rossmann steckt übrigens der Gründer und Namensgeber Dirk Rossmann. Sein Großvater hatte bereits ein Drogeriegeschäft, das seine Eltern dann weiterführten. Damals wurden die Kunden in Drogerien noch bedient und bei den Produkten gab es eine Preisbindung. Doch als die 1972 wegfällt, wittert der junge Dirk Rossmann seine Chance. Er gründet in Hannover mit gerade mal 25 Jahren das erste Selbstbedienungsgeschäft für Drogerieware in Deutschland. Vor der Eröffnung verteilt er Prospekte, wirbt damit, dass jedes Produkt deutlich billiger sei. Der Andrang riesig. Am ersten Tag muss sogar die Polizei anrücken. Das Selbstbedienungskonzept, ein voller Erfolg. Die Konkurrenten DM und Müller kopierten das Konzept, das bis heute noch funktioniert. So erfolgreich, dass die Familie Rossmann inzwischen mit einem geschätzten Vermögen von 3,2 Milliarden Euro zu den reichsten weltweit gehört. Aber ist Rossmann besser als seine Konkurrenten? Vielleicht sogar günstiger? Nächster Check, der Preis. Zahlen Rossmann-Kunden weniger als die von DM und Müller? Das testen Sonja, Raquel und Chantal für uns. Alle drei haben ihre Lieblingsdrogerie. Sonja kauft nur bei Rossmann ein. Rossmann ist meine Lieblingsdrogerie, weil die alle 2 Wochen Prospekt rausbringen. Mit halt Angeboten, was es woanders da eigentlich kaum gibt. Raquel ist Stammkundin bei Müller. Man hat in einem Zug alles eingekauft. Zum Beispiel Schreibwaren oder ein Parfüm gekauft und eine CD. Und zum Schluss Chantal. Für sie kommt nur DM in die Tüte. Die sind total so freundlich, hell, so im Trend. Man findet eigentlich auch ziemlich schnell, was man sucht. Gefällt mir eigentlich gut von der Aufmachung, fühle ich mich wohl drin. Doch wo ist es am günstigsten? Das wollen wir herausfinden und geben Ihnen eine Einkaufsliste mit 12 Alltagsprodukten. Jede kauft in ihrem Lieblingsmarkt ein. Wo finde ich denn die Lippenpflegenstifte? Die sind. Ach, ich sehe schon. Dankeschön. Alle kaufen das Gleiche ein. Was schätzen unsere Testkäuferinnen, welcher Drogeriemarkt am günstigsten ist? Also ich würde jetzt sagen, entweder Müller oder Rossmann. Also ich muss sagen, ich hätte eigentlich gedacht, dass mein Einkauf beim DM der günstigste wäre. Ich denke, ein Tick mehr ist Rossmann günstiger. In ihren Einkaufskörben Eigenmarken und Markenprodukte. Wir rechnen zusammen. Rossmann ist 5 Cent günstiger als DM. Und am günstigsten ist Müller, aber nur 1 Cent. Viel Unterschied gibt es nicht. Wir vergrößern daher unseren Einkauf von 12 auf 40 Produkte. Wie groß sind jetzt die Preisunterschiede? Müller bleibt auch hier zwar am günstigsten. Aber Rossmann und DM sind beide nur 38 Cent teurer.
Alles in allem sind die Unterschiede minimal. Doch wenn der Preis nicht entscheidend ist, warum zieht es die Kunden in ihre Lieblingsdrogerie? Vielleicht sind es die Eigenmarken, die jede Drogerie anbietet. Und jeder vierte verkaufte Artikel bei Rossmann ist inzwischen eine Eigenmarke. Und die sind insbesondere eines, günstiger als Markenprodukte. Egal ob Putzmittel, Duschbad, oder Naturkosmetik. Markenprodukte kosten bis zu viermal mehr. Wie kann das sein? Das wollen wir von Dr. Johannes Behrensen wissen. Unternehmensberater und Experte für Eigenmarken. Das ist im Wesentlichen deshalb möglich, weil dort auf Innovationen und auch auf Werbegelder im Wesentlichen verzichtet wird. Und was wir aus Gesprächen mit Herstellern wissen, ist, dass bei den Preiseinstiegsmarken auch zum Teil günstige Rezepturen und auch günstige Verpackungen eingesetzt werden. Und so lässt sich auch mit den Eigenmarken sowohl für den Händler als auch für die Hersteller noch Geld verdienen. Eine clevere Geschäftsidee und Dirk Rossmann hat's erfunden. Die Idee zu den Eigenmarken kam ihm in der Krise. 1996 steckt Rossmann tief in den roten Zahlen. Das Unternehmen steht kurz vor der Pleite. Da entwickelt Dirk Rossmann das Konzept der Handelsmarken. Er hofft sich mit eigenen Produkten höhere Gewinne. Ein Jahr darauf kommen bereits die ersten vier Marken in die Filialen. Schon im ersten Jahr schafft es Rossmann mit Hilfe der Eigenmarken aus der Krise. Über die Jahre werden es immer mehr. Heute sind 34 Eigenmarken bei Rossmann im Sortiment. Insgesamt rund 4.600 Artikel. Aber wie gut kommen die Eigenmarken bei den Kunden an? Wir sind in Mainz. Mit dabei eine Auswahl an Eigenmarken von Rossmann, DM und Müller. Wie gut kennen die Passanten die Eigenmarken? Das wollen wir herausfinden. Lassen Sie verschiedene Produkte den Drogerien zuordnen. Den Knit ist DM, meine ich. Aber ich denke mal, dass das Rossmann ist. Hm? Alter Pharma ist Rossmann? Rossmann nehme ich mal an. Eventuell. Dann nehmen wir das zu Müller. Und dann ist das Rossmann. Nein. Das da ist, würde ich Rossmann sagen, oder? Winston zu Müller. Was ist denn noch dein Bestes? Und, das ist DM und das ist Rossmann. Und jetzt das Trended Make-up ist DM. Das ist Rossmann. Ja. Nur knapp die Hälfte der Eigenmarken konnten die Mainzer richtig zuordnen. Vor allem Beauty- und Haushaltsprodukte. Beim Rest ist es etwas schwieriger. Dabei sollen Eigenmarken vor allem eines: Kundenbindung aufbauen. Die Eigenmarke hat wesentliche Vorteile aus Sicht des Händlers. Es gibt sie halt nur dort zu kaufen. Und wenn ich es schaffe, dort Fans für mich zu gewinnen, dann habe ich nicht nur Fans von dieser Eigenmarke, sondern auch Fans von meinem Geschäft. Aber was steckt hinter den Eigenmarken? Wo werden sie hergestellt? Wir fragen beim Kundenservice von Rossmann nach, doch wir bekommen keine Antwort. Auf den Produkten steht nur, hergestellt in Deutschland, manchmal auch in der EU, mehr nicht. Wir fragen einige Hersteller von Handelsmarken an, doch keiner von ihnen bestätigt, uns für Rossmann zu produzieren. Man würde keine Kundennamen herausgeben, heißt es. Warum gibt es so ein Geheimnis um die Herstellung der Eigenmarken? Aus meiner Sicht hat das drei Gründe. Der erste Grund ist, dass in den großen Eigenmarken wie Isana von Rossmann oder Balea von DM, dass dort sehr viele Hersteller die Produktion von den Produkten übernehmen. Also das heißt, die Sonnencreme oder die Fußpflege oder auch die Haarshampoos kommen von unterschiedlichen Herstellern. Der zweite Grund ist, dass die Hersteller auch innerhalb der Produkte regelmäßig wechseln. Das heißt, viele werden alle 2 bis 3 Jahre ausgeschrieben. Und dann kann es sein, dass in dem gleichen Produkt ein Hersteller mal nicht zum Zuge kommt und ein anderer Hersteller dieses Produkt in der Eigenmarke produziert. Und der dritte Grund ist, dass bestimmte Eigenmarken auch von bekannten Markenherstellern produziert werden. Und die haben nicht unbedingt ein großes Interesse daran, dass das offengelegt wird, weil schnell beim Kunden auch der Eindruck entsteht, das ist das gleiche Produkt im anderen Gewand. Wo sie hergestellt werden, bleibt deshalb ein gut gehütetes Geheimnis. Doch Fakt ist,
Die Eigenmarken überzeugen die Kunden. Ja, weil es günstiger ist als die anderen und halt aber wohl oft qualitativ genauso gilt. Meistens sind die Unterschiede gar nicht so groß, dann kaufe ich auch Eigenmarken. Weil man die kennt und weil man weiß, dass die gut sind. Und deswegen würde ich sagen, kaufe ich die auch am meisten. Fazit beim Preis? Die Drogerien unterscheiden sich nur minimal. Müller gerade mal wenige Cent günstiger. Preiswerte Eigenmarken locken die Kunden an, aber wo sie hergestellt werden, streng geheim. Doch was steckt eigentlich drin? Den ersten Qualitätscheck starten wir in einem bombensicheren Bunker. Hier, in der Nähe von Münster, befindet sich das Schadstoffgedächtnis der Bundesrepublik. In riesigen Stickstofftanks lagern Blut-, Urin- und Muttermilchproben aus den vergangenen 40 Jahren bei minus 190 Grad Celsius. Toxikologin Marieke Colossa vom Umweltbundesamt forscht an der Frage, wie sich die Belastung der Bevölkerung mit Umweltchemikalien über die Jahre verändert. Wir könnten in jedem Menschen, sagen wir mal, locker 300 bis 400 verschiedene Chemikalien nachweisen, die physiologisch definitiv nicht in den Körper reingehören. Seit Jahren setzt sie sich dafür ein, dass bedenkliche Stoffe verboten werden und die Chemikalienbelastung in der Bevölkerung dadurch abnimmt. Zurzeit in ihrem Fokus perfluorierte Substanzen, kurz PFAS. Laut einer aktuellen Studie aus den USA wurden in fast allen Kosmetikprodukten solche PFAS gefunden. Sie reichern sich im Körper an. Es braucht Jahrzehnte, bis sie sich abbauen. Und von den 4.700 PFAS sind erst wenige auf mögliche gesundheitliche Gefahren für den Menschen untersucht. Die perfluorierten Substanzen, die man näher untersucht hat, stellten sich als nachweislich schädlich heraus. Diese perfluorierten Stoffe wirken in sehr, sehr niedrigen Konzentrationen. Die wichtigste Wirkung, deswegen wir auch im Moment regulieren, ist eine Verminderung der Immunantwort bei bestimmten Impfungen, wie zum Beispiel gegen Grippe oder Diphtherie oder Tetanus. Stecken die Schadstoffe auch in den Eigenmarkenprodukten unserer Drogerien? Wir kaufen ein. Shampoo, Sonnencreme, Rasiergel und Foundation sowie Liquid Lipstick. Hinweise auf PFAS finden wir nicht auf den Verpackungen. Kein Wunder, die perfluorierten Substanzen müssen bei den Inhaltsstoffen nicht angegeben werden. Ob in unseren Produkten diese Stoffe drin stecken, kann nur ein Labor herausfinden. Wir schicken die Stichproben nach Pirmasens. Hier, im Prüf- und Forschungsinstitut, kümmern sich nun die Chemiker um die Drogerieartikel. Sie nehmen Proben der Produkte. Werden sie perfluorierte Stoffe finden? Eine Woche dauert die Untersuchung. Im Labor lassen wir auf die 14 am häufigsten eingesetzten perfluorierten Substanzen untersuchen. Hat die Industrie einen anderen Stoff der riesigen Produktgruppe verwendet, so lässt sich das mit dem aktuellen Forschungsstand noch nicht feststellen. Im Massenspektrometer wird es nun ernst. Stecken die potenziell gesundheitsschädlichen Substanzen in unseren Testprodukten? Ines Andery, die Leiterin der analytischen Chemie, hat eine erfreuliche Nachricht. Die Kosmetikprodukte, die wir im Rahmen ihrer Studie untersucht haben, waren alle frei von den von uns untersuchten perfluorierten Substanzen. Da konnten wir also nichts finden. Entwarnung also. Trotz der alarmierenden Studie aus den USA, die Hersteller der günstigen Eigenmarkenprodukte haben zumindest auf die überwiegend verwendeten perfluorierten Substanzen verzichtet. Ich denke, es ist ein gutes Ergebnis für die Verbraucher, denn die Substanzen, die wir untersucht haben, sind die, die standardmäßig eingesetzt wurden. Und alles andere würde die Industrie eher nicht verwenden, da die auch nicht zu bekommen sind oder zu teuer sind. Auch wenn in unseren Testprodukten keine PFAS stecken, vor anderen Inhaltsstoffen muss man sich ebenso in Acht nehmen. Besonders, wenn sie auf der Haut bleiben. Kosmetika enthalten eben eine ganze Reihe unterschiedlicher Stoffe. Das können eben endokrine Disruptoren, also Stoffe, die das Hormonsystem stören, sein. Das können allergieauslösende Duftstoffe sein. Es können Stoffe sein, die die Durchlässigkeit der Haut erhöhen. Dann haben wir häufig Biozide.
oder Konservierungsmitteln in Kosmetika, die häufig auch allergieauslösend sind und die wir dann im Körper messen können. Deshalb Kosmetikprodukte nicht auf der Haut lassen, sondern vor dem Schlafen entfernen. Das gilt auch für Sonnencreme. Wie können Verbraucher erkennen, ob ein Artikel bedenkliche Stoffe enthält? Wer auf Nummer sicher gehen will, Scan-Apps wie ToxFox und CodeCheck helfen, Schadstoffe zu identifizieren. In 6 der von uns gecheckten Produkte finden wir bedenkliche Inhalte. Hormonell wirksame Stoffe stecken in allen 3 untersuchten Sonnencremes. Von Müller, DM und Rossmann. Sie stehen im Verdacht, das Hormonsystem zu schädigen. Diese Stoffe stecken auch im Shampoo von Rossmann. Und im Rasiergel von Müller. Und auch in der Foundation von DM schlagen unsere Apps an. Doch was bedeutet das? So als vorsorgeorientierte Toxikologin würde ich natürlich sagen, jeder Stoff, der nicht in den Körper gehört, sollte möglichst auch nicht in den Körper gelangen. Und es gibt ja auch schadstofffreie Alternativen. Fazit unseres Qualitätschecks: Potenziell gefährlich war keines der überprüften Eigenmarkenprodukte. Bei der Ideenwelt ließ die Qualität einiger Geräte jedoch zu wünschen übrig. Als nächstes checken wir das Image. Wie nehmen die Verbraucher Rossmann und die Konkurrenten wahr? Das wollen wir im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach herausfinden. Was verbinden die Kunden mit den Filialen der 3 großen Drogerieketten? Also bei Rossmann finde ich es auf jeden Fall immer sehr aufgeräumt. Gut, er hat viel Wein. Er hat viel Lebensmittel, Wein. Rossmann? Ja. Ah, okay, gut. Ja, dann hat er eine große Auswahl, ja, oder? Große Auswahl. Gut, es gibt auch keine Beratung. Das haben die. Große Auswahl haben die, ja. Eine große Auswahl, okay. Und ich finde am günstigsten bei Rossmann. Günstig und aufgeräumt. So sehen die Bad Kreuznacher ihre Rossmann-Drogerie. Und DM? Im Gegensatz zu Rossmann würde ich es bei mir jetzt zumindest in der Erfahrung als hell bezeichnen. Ja. Geräumig. Geräumig. Mhm. Und bei Müller? Also der Müller, die Filialen, habe ich immer das Gefühl, dass die ein bisschen größer sind als die von DM und Rossmann. Eine unheimlich große Auswahl. Am teuersten. 20 Bad Kreuznacher haben wir gefragt. Rossmann wird von den meisten als die günstigste Drogerie wahrgenommen. Viele monieren aber, dass es keine Beratung gibt. DM empfinden die meisten als hell und die Kunden loben die gute Beratung. Müller schätzen die meisten für seine große Auswahl. Er wird aber als am teuersten empfunden. Mit den Antworten sind wir bei der Konsumexpertin Carmen Schenkel in Köln. Auch sie hat geforscht, wie Verbraucher Rossmann, DM und Müller wahrnehmen. Die Ergebnisse aus Bad Kreuznach überraschen sie nicht. Das ist ja jetzt sozusagen gerankt, also in Reihenfolge gebracht. Was wurde am häufigsten und schnellsten genannt und ne, mit den Nennungen, die weniger kamen. Und da finde ich spannend, dass Rossmann und DM und Müller genau auf den ersten Plätzen sozusagen das Trennende auch hat, das trennende Argument, was die Leute verbunden haben, damit man sagt, assoziiert. Und bei Rossmann ist es am günstigsten, also dieser sehr, sehr gute Deal, den sie damit verbinden. Und bei DM die helle Wohlfühloase, also als erstes hell. Und bei Müller genau diese noch nicht ganz deutende Beliebigkeit, diese große Auswahl, dass man da so viel bekommt. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dafür steht Rossmann und das nehmen auch Kunden wahr. Doch der Wohlfühlfaktor fehlt. Das hat Rossmann erkannt. Baut seit 2014 seine alten, engen Filialen nach und nach um. Großräumiger und heller sollen sie werden. Das ist sehr, sehr spannend, das Thema eng. Und da sieht man eben, dass man auf dem Weg ist. Und zwar auf einem guten Weg, denn eng ist ja natürlich ein Attribut, was gerade, wenn es um das Thema Wohlfühlen geht, jetzt nicht so positiv besetzt ist. Unsere Stichprobe, aber auch Carmen Schenkels Studien zeigen ganz klar, die Leute halten Rossmann für günstiger als die anderen Drogerien. Obwohl unser Preischeck gezeigt hat, dass die Drogerien fast gleich aufliegen.
Das macht Rossmann eben sehr gut. Das ist Kommunikation. Rossmann stellt das so weit nach vorne und spiegelt immer wieder mit den Angeboten, den Themenangeboten, diesen Wochen, die sie nach vorne stellen, dass sie eben preisorientiert sind. Und deshalb glaube ich auch, dass ich da immer den günstigsten Preis bekomme. Rossmann setzt auf Angebotsheftchen. In den Angebotswochen werden jede Menge Produkte reduziert, darunter viele Markenprodukte. Und es gibt die Rossmann-App, mit der Kunden regelmäßig 10% Rabatt bekommen. Schnäppchenalarm. Prozente sind Legitimierer. Also ich habe ja schon so viel und eigentlich sollte ich mich nicht mit zu vielen Dingen belasten. Aber wenn ich sehe, dass es ein Schnäppchen gibt oder dass es Angebote gibt, dann ist sozusagen meine Rationalisierung oder die Grenze, die ich selber ziehe, ach, ich brauche das jetzt nicht, schneller geöffnet, weil ich es zulassen kann, weil es ja nicht wirklich teuer ist oder weil ich ein einmaliges Schnäppchen habe und jetzt zuschlagen möchte. Rossmann setzt auf Wachstum, hat schon jetzt die meisten Filialen von allen drei Drogeriegiganten. Und auch im Ausland expandiert Rossmann ungebremst weiter. Vor allem auf dem osteuropäischen Markt. Wachstum als Strategie? Anfang der 90er Jahre gab es noch 18 starke Wettbewerber auf dem Drogeriemarkt. Und Rossmann kauft diese Konkurrenz nach und nach auf. Zunächst 90 Filialen des Rewe-Drogeriemarkts IDEA. Es folgen 370 Filialen der Tengelmann-Drogerie Kaisers Drugstore. Und damit auch die ersten Filialen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. 2008 übernimmt Rossmann auch noch 160 Märkte der norddeutschen Drogerie Kloppenburg. Doch Firmenchef Dirk Rossmann holt sich einen starken Partner ins Unternehmen, verkauft 2004 40% seiner Firmenanteile an die A.S. Watson Group, die größte Drogeriemarktkette der Welt mit Sitz in Hongkong. Doch warum verkauft eine so erfolgreiche Drogeriemarktkette wie Rossmann Anteile an einen chinesischen Konzern? Das wollen wir von Unternehmensberater Johannes Behrensen wissen. Der Einstieg von Watson war 2004 aus meiner Sicht eine reine Finanzinvestition in einem allerdings sehr bekannten Gebiet. Ja, Watson ist ja einer der größten Drogerieanbieter der Welt. Und aus Sicht von Rossmann war das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Investorengeld stark zu wachsen. Ein Wissensaustausch wird stattfinden, was Filialkonzepte angeht, was auch Kooperationen mit Herstellern angeht. Und ich könnte mal vermuten, dass man auch im Einkauf zusammenarbeitet, wenn es beispielsweise um Produkte aus der Rossmann-Ideenwelt gibt. Fazit beim Image. Rossmann schafft es, von den Kunden als besonders günstig wahrgenommen zu werden. Beim Wohlfühlfaktor ist in vielen Filialen allerdings noch Luft nach oben. Der schönste Tag in ihrem Leben. Katrin und André haben Ja zueinander gesagt. In romantischer Kulisse auf Burg Klopp bei Bingen. Zusammen mit ihren Familien. Wir haben uns heutzutage in einer Dating-App kennengelernt. Und dann haben wir erstmal geschrieben. Und dann haben wir uns zwei Wochen später getroffen in Ingelheim und sind dann spazieren gegangen. Ja, und dann haben wir uns nochmal in Mainz getroffen. Und dann hat er beim dritten Date auch schon für mich gekocht, ja. So wow. Schnell kann es gehen. Seitdem gehen sie zu zweit durchs Leben. Ihre Hochzeit wollen sie für die Ewigkeit festhalten. Mediendesigner Tim Lunkenheimer aus Mainz setzt sie direkt nach der Trauung in Szene. Und dann schaut mal alle das Brautpaar an. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, als sich diesen Moment immer und immer wieder anzusehen. Damit das gelingt, haben Rossmann und Co. schicke Fotobücher im Angebot. Ob das gut klappt? Wir checken den Fotoservice. Ich stelle immer mal wieder Fotobücher und es ist einfach schön, in den Erinnerungen zu schwelgen. Und ich glaube, so einen Tag, den möchte man einfach irgendwie immer festhalten. Nicht zu übersehen in den Drogeriemärkten die Fotoecken. Einen Service, den alle anbieten. Aber wie gut sind die Produkte? Das finden wir eine Woche nach der Hochzeit gemeinsam mit Katrin und André heraus. Das würde ich nehmen und dann, wo du mich durchträgst vielleicht, okay. Oder? Wir packen es jetzt erstmal rein. Die beiden erstellen Fotobücher mit Fotoparadies von DM,
Fotowelt von Rossmann und CW bei Müller. Doch bei Rossmann gibt es gleich eine böse Überraschung. Als wir dann das Gespeicherte öffnen wollten, war nur noch Deckblatt und die letzte Seite war noch da. Erst und das letzte Foto. Genau, und der Rest war komplett weg. Also es gab auch die Fotos waren nicht mehr oben. Wir mussten alles komplett neu hochladen. Wir fragen bei Rossmann nach. Man antwortet uns, dass das Programm nicht automatisch speichere, sondern das Fotobuch zum Speichern runtergeladen werden solle. Klingt kompliziert. Und auch sonst sind die beiden von der Rossmann Fotosoftware nicht begeistert. Die Auswahl des Layouts ist begrenzt und das Handling schwierig. Hier sieht man ja jetzt auch, wenn wir auch nur ein Bild nehmen und das auf einer ganzen Seite, dass ja dann auch hier schon die Luftballons, also oben ist abgeschnitten und unten ist abgeschnitten. Und man kann es halt dann auch nicht mehr verschieben, sondern es ist einfach abgeschnitten. Das Markenprodukt CW bei Müller schlägt sich deutlich besser. Also allgemein, so wie die Aufmachung ist, macht es eigentlich auch Spaß, damit zu arbeiten. Also wir haben jetzt eine gute Stunde, sage ich jetzt mal, für das Foto. Das ging auf jeden Fall am schnellsten. Das Fotoparadies von DM hat weniger Gestaltungsmöglichkeiten als CW. Dennoch gefällt es den beiden. Die Handhabung ist einfach und unkompliziert. Also hier sieht man halt an dem Strich, dass das auf beiden Seiten ist. Man kann es dann auch nochmal verschieben, dranheften oder so lassen. Finden wir eigentlich ganz cool. DM Fotoparadies. Für die beiden eine gute Möglichkeit, ein Fotobuch zu gestalten. Wenn man Freunden oder so ein Geschenk machen möchte, weil die Handhabung total einfach ist. Also die Oberfläche ist total einfach. Die Bestellung geht online. Die beiden müssen nun warten. Die Fotobücher holen sie später in den Filialen ab. Doch wie sieht es mit der Sicherheit der privaten Fotos aus? Vergangenes Jahr hat die Stiftung Warentest moniert, dass der Schutz von Nutzerkonten sowie die Datensicherheit bei Müller mit CW und DM Fotoparadies nur mangelhaft sei, bei der Rossmann Fotowelt ausreichend. Hat sich das geändert? Das checkt für uns der Profi-Hacker Martin Tschirsig. Sein Spezialgebiet, Sicherheitslücken finden, um sensible Daten zu schützen. Und gerade Fotobücher und Fotoprodukte zeigen intime Momente. Jeder weiß selber, wie sensibel diese Daten sind und was sie für einen bedeuten, wenn sie zum Beispiel in fremde Hände kommen sollten. Ja, das kann jeder selber einschätzen. Aber als Betreiber muss man natürlich eine Annahme für alle treffen können. Und da muss man halt eigentlich von dem ausgehen, was die Benutzer oder die Kunden an Schutzbedarf haben, die dort eben mit den sensibelsten Daten hantieren. Für Marktcheck hat er die Sicherheit der Daten bei Rossmann und den Konkurrenten genau untersucht. Die Anbieter haben laut dem Sicherheitsexperten nachgerüstet, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung wie zum Beispiel beim Online-Banking eingeführt. Und sie halten seinem Sicherheitscheck stand. Inzwischen sind die Fotobücher fertig. Bei Rossmann hat es ganze 2 Wochen gedauert, bei Müllers CW und DM nur 5 Tage. Dabei sehen die Bücher von DM und Rossmann sogar gleich aus. Die Bücher sind ja eigentlich absolut vergleichbar, ja, wenn man das sieht. Ja, wir haben ja hier auch eine ganz andere Bindung als hier zum Beispiel. Hier ist die recht identisch, das Papier ist nahezu identisch. Und da ist natürlich dann schon zu fragen, warum braucht denn Rossmann an der Stelle einfach viel länger als das Fotoparadies. Zusammen mit Fotograf Tim nehmen die Frischvermählten die Bücher ganz genau unter die Lupe. Also die Seiten sind bei DM und Rossmann eigentlich gleich dick. Ich finde es nicht schlecht, dass sie dick sind. Die sind eigentlich ganz gut anzufassen, aber die wirken so billig irgendwie. Hier sieht man, das ist halt hier abgeschnitten. Hier ist es sauber drauf. Aber bei Tims Buch ist sogar noch mehr auf dem Foto drauf. Obwohl es genau das Gleiche ist. Doch nicht nur das Layout der Fotos, auch die Bindung ist unterschiedlich. Das klappt sich so irgendwie. Bei dir ist es wie so ein Buch, ne? Ja, das fühlt sich ja wie so ein richtiges Buch an, ne? Ja. Aber was ich halt auch blöd finde, wir hatten eigentlich matt angegeben und hier glänzt das so ein bisschen. Ja, hier glänzt es auch. Und bei dir ist, glaube ich, nichts, ne? Ja, das finde ich schöner. Hier gab es ja auch keine Bei CW von Müller glänzt nichts, nur die hochwertige Prägung auf dem Cover. Fazit des Experten? Vor allem eben bei den Farben und bei den Kontrasten in Bildern. Also das kommt hier bei dem CW-Buch einfach am natürlichsten rüber.
Und was mir hier vor allem aufgefallen ist, dass natürlich das Framing was ganz Besonderes ist, weil hier teilweise einfach die Köpfe angeschnitten sind und das habe ich halt hier nicht so fotografiert. Das Rossmann-Fotobuch ist wenigstens am günstigsten. DM verlangt 2 Euro mehr. Fast doppelt so viel kostet das CW-Buch von Müller. Trotz des hohen Preises, Testsieger ist eindeutig CW. Günstig, aber insgesamt noch in Ordnung, das DM-Fotoparadies. Und abgeschlagen, die Fotowelt von Rossmann. Der Fotoservice von Rossmann kann bei den Fotobüchern leider nicht überzeugen. Von den 3 großen Drogeriegiganten in Deutschland hat Rossmann die meisten Filialen. Doch wie geht es den Mitarbeitern? Wie ist Rossmann als Arbeitgeber? Wir checken die Fairness. 34.000 Mitarbeiter hat der Drogerieriese. Trotzdem ist Rossmann nicht Mitglied im Arbeitgeberverband. Die Bezahlung seiner Mitarbeiter daher nicht tarifgebunden. Das Unternehmen erklärt auf Nachfrage von Marktcheck jedoch Tariflohn zu zahlen. Wir fragen bei der Gewerkschaft nach. Dort verweist man darauf, dass man sich derzeit in Verhandlungen mit Rossmann befinden würde und diese nicht gefährden wolle, unter anderem wegen des Tariflohns. Daher könne man derzeit kein Interview geben. Laut Recherchen der SWR-Redaktion Report Mainz aus dem Jahr 2016 arbeiteten in den Filialen auch Mitarbeiter, die nicht direkt bei Rossmann angestellt waren, sondern über das Unternehmen Promota.de, das damals zu 49% Rossmann gehörte. Die Mitarbeiter seien schlechter vergütet worden und hätten unbezahlte Überstunden leisten müssen. Rossmann hatte die Vorwürfe damals bestritten, darauf verwiesen, dass die Mitarbeiter korrekt bezahlt würden. Und wie sieht es heute aus? Werden Mitarbeiter von Promota.de noch immer bei Rossmann beschäftigt? Ein aktueller Handelsregisterauszug zeigt, der Drogerieriese hält immer noch 49% der Anteile an Promota.de. Wir machen ein Wohnheim in Nordhessen ausfindig. Hier in Hülsa bei Homberg Efze sollen Mitarbeiter von Promota.de untergebracht sein. Vor dem Wohnheim stehen zahlreiche Autos mit polnischen Kennzeichen. Drehen können wir niemanden. Eine Frau erzählt uns, sie zahle 155 Euro im Monat für ein Zimmer dort, arbeite bei Amazon. Im Gebäude würden auch Arbeiter wohnen, die bei Rossmann im Zentrallager eingesetzt seien. Zu den Arbeitsbedingungen und der Vergütung will sie uns nichts sagen. Also fragen wir bei Rossmann nach, warum werden parallel Mitarbeiter der Firma Promota.de beschäftigt? Man antwortet uns, über 90% der Arbeit in unseren Filialen wird von festangestellten Mitarbeitern übernommen. Die Einbindung von Dienstleistern hilft in Zeiten saisonaler Spitzen, die sich zum Beispiel im Oster- oder Weihnachtsgeschäft sowie in den Sommermonaten ergeben, für Verlässlichkeit gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden zu sorgen. Unser Fazit: Fairness. Die eigenen Mitarbeiter werden laut Rossmann nach Tarif bezahlt. Wie es um die Bedingungen der Mitarbeiter von Promota.de aussieht, konnten wir nicht herausfinden. Hier will sich Rossmann offensichtlich nicht in die Karten schauen lassen. Beim Fotoservice kann Rossmann nicht überzeugen. Das Handling schwierig, die Lieferzeit zu lang und auch das Ergebnis überzeugt nicht in der Qualität. Das Image. Die Kunden nehmen Rossmann als günstig wahr. Das Unternehmen lockt mit Prozenten und vielen Filialen. Das kommt an. Beim Wohlfühlfaktor in den Filialen hat Rossmann dagegen Nachholbedarf. Beim Preis unterscheidet sich Rossmann quasi nicht von der Konkurrenz. Mit günstigen Eigenmarken macht das Unternehmen gute Geschäfte und zieht seine Kunden in die Filialen. Die Qualität der Rossmann-Artikel aus der Ideenwelt ist eher durchwachsen. Eine lange Haltbarkeit sehen Technikexperten nicht. Die von uns getesteten Kosmetikprodukte hingegen waren unbedenklich. Marktcheck checkt Rossmann. Super interessant, oder?
Und hier haben wir noch Tipps für euch zum Thema. Und auch diese Filme passen ganz gut dazu. Könnt ihr euch vielleicht anschauen und sehr gerne natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Am besten sofort. Das geht hier.